So, da sind wir wieder. Und leider ist es nicht Toki gewesen, der sich da in Skype/LOL gemeldet hat, sondern jemand Uninteressantes. Halten wir dazu fest. Muss ich ja nicht weiter erläutern. Ja, ich bin halt jetzt schon gelangweilt von dem Boss, wa? Weißt du, ich bin keine zwei Sekunden hier, aber ich bin jetzt schon gelangweilt. Ich weiß nicht, manche Bossfights kann man auch echt bis zum Gotterbrechen überziehen einfach nur. Ja, okay, lauf hier lustig sein, ist mir da egal. Weil das hier ist echt. Das habe ich beim ersten Teil schon gemacht. Das muss ich nicht wieder haben einfach. Warum? Was mache ich mit dem Kollegen? Den kann ich nicht töten. Oh ja, okay, das ist neu. Sagen wir so, es ist zumindest neu, insofern, dass ich den nicht im ersten Teil so gemacht habe. Aber da kamen noch die schwulen Hämmer noch da vorbei. Kann ich mich dran erinnern. Und das war nicht ganz so easy. Ja, halt, Gumba. You may wanna die now? Thank you. Werden die dann immer gleich rausgeschmissen? Nee. Ist aber nicht allzu wichtig. Lass mal hier über den Spike wieder drüber sprechen. Das ist halt so nicht schwierig eigentlich. Ja, da sind die Hämmer. Geilomat! Die haben mir ja beim ersten Mal haben die mir richtig viel Spaß gemacht, die Hämmer. Wobei die freundlich sind. Die sind freundliche Hämmer, weil die alle drei. Würdest du bitte nicht mit dem Goomba zusammen springen, ihr Nuttenhämmer, ey. Hoffentlich kommen die immer so. Oh, wer bist du denn? Nein, mach doch nichts Böses jetzt hier. Okay, den gab es auch schon im ersten Teil. Aha. Okay, Safe Spot rechts an der Ecke. Wer seid denn ihr? Kann ich auch auf euch jumpen? Oh, ihr macht komische. Okay, die Dinger würde ich einsammeln. Das ist jetzt Zelda hier. Ah! Oh mein Gott, jumpt ihr weit. Gott, der Schrei, der war gerade. Er war der männlichste Schrei, den ich jemals in meinem Leben aus mir heraus geprügelt habe. Selten so männlich geschrien, hoffentlich. Also die Hämmer waren diesmal nett. Keine Ahnung, ob die immer so nett sind. Ich bin ein Spikey und ich werde herausgeschmissen aus einem Gesicht. Das ist voll scheiße. Ich würde nicht so gerne herausgeschmissen werden aus einem Gesicht. Ich habe schon mal gedacht, dass die ziemlich kacke fliegen, die Gummis. Ich muss ja voll aufpassen, dass ich nicht in einem drin sind. Bum, bum, bum. Ab dafür, habe ich gesagt. Ach, Jesus. Der Bossfight ist übrigens, also glaube ich zumindest, ist übrigens einem Streamer gewidmet. By the way. Der auch I Wanna Be Spieler streamt. Den hab ich sogar auch abonniert. Also das ist abonniert, den habe ich sogar auch verfolgt, heißt das ja auf Twitch. Aber ihn verfuckt. Gestalkt bis zum geht nicht mehr. Ja, die Hämmer sind jetzt nicht so nett. Ich kann mal so sagen. Ja, noch einmal, ihr kriegt mich nie. Okay. Macht, dass es aufhört. Ja, jetzt ist hier wieder. Ich möchte hier rechts in die Ecke. Bin mal gespannt, ob das random ist. Also die komischen weißen, komischen Kreise der Liebe. Ja, ihr seid zwei komische Viecher. Ich habe euch auch noch nie gesehen, muss ich ja mal ganz ehrlich zugeben. Okay, aber wenn man direkt neben den steht, dann geht das mal einfach. Das ist ja auch. Was in Gottes Namen tut ihr da? Ja, joa, ja. Ja, genau. Ich hasse Zelda, by the way. Ne, hassen kann man nicht sagen. Ich bin nie wirklich warm geworden mit Zelda. Genau. Ich habe Mario gespielt. Das ist ja entweder Zelda oder Mario, würde ich sagen. Und der Mario spielt, spielt kein Zelda. Probably. Weil in der Regel hieß es dann auch, ja, ein Spiel muss reichen. Mein Gott. Oder ja, also, ein Spiel muss reichen. Da gab es dann noch nicht die, die Gewägtheit, eventuell den Kinder auch zwei Spiele zu geben. Ein Spiel muss reichen bis zum Lebenstagende. Die Hämmer sind übrigens um einiges einfacher als im. Naja, komm, du Mutter.
uns um einiges einfacher als im ersten Teil. Also wirklich um einiges einfacher. Ich lebe, ich lebe. Ja, die komischen Einsen sind random, aber ist mir egal. Ja, lebe Schutz. Ja, komm, gib mir hier Money, 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 Money in the Bank. Pimpin' aren't easy. Ja, okay, die Viecher können auch gar nichts, ey. Oh, guck mal, ich bin ein komischer. Ein komisches Nuttenviech. Oh, 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 oh. Okay, das Feuer geht relativ schnell wieder weg. So, verpisst euch, ihr Nutten. Nächster Angriff. Fledermäuse! Ja, 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 nee, ja. Was tut ihr da? Okay, irgendwann bleibt ihr. Okay! Mister von und zu Fledermaus. Das war jetzt ein bisschen ungünstig, weil ich halt nicht ganz mir unheimlich unsicher war, nachdem, als ich stehen geblieben bin, sind, was sie da machen. Aber die sahen jetzt auch nicht allzu schwierig aus, to be honest. Es ist halt dieses Verfolgschema, das gibt's halt auch schon 2 Milliarden Jahre einfach. Und wurde so ziemlich in jedem 2000. Fangame mindestens 5-mal verarbeitet. Ja, 2000, das unterstützt nicht zwingend meine Aussage. Egal, ich würde sagen, das wird schon ganz häufig benutzt. Fuck this shit. Komm, Gumba, trenn dich mal von deinem Freund Spikey. Spikey, Spikey, ich bin Spikey. Oh, ich bin ein Hammer. Und fliege herum. Ja, cool, die Hammer können gar nichts. Hammer können echt nichts. Und. Warum spawnt er denn jetzt da, Junge? Bist du behindert? Wahrscheinlich, wenn ich an der linken Seite bin, dann spawnt er links. Und wenn ich an der rechten Seite bin, dann spawnt er rechts. Und, everything makes sense. Das heißt, ich möchte links sein, wenn die ganze Scheiße aufhört. Aber gut, dass die Hämmer sind ja nicht so schwierig. Von daher. Easy. Easy, schneezy. Schneezy, easy. Komm schon. Ich bin ein langweiliger Bossfight. So langweilig bin ich. Ohne Spaß. Also, keine Ahnung. Ich langweil der Bossfight gerade. Leid. Ja, genau. Genau so sehr langweilig mich der Bossfight, dass ich zu dumm bin, einen Goomba zu töten. Nee. Ich weiß nicht. Blub. Blub. Und die nächsten. Ich bin ein Spikey. Goomba, wo läufst du hin? Ist die falsche Richtung. Ist potenziell die falsche Richtung. Weg von mir ist generell immer die falsche Richtung. Ja, oder? Ach, na, den hätte ich auch noch töten können. Aber whatever. Und Feuerball. Und Hammer. Und Gumbas. Ich will auf jeden Fall. Sind wieder alle auf einem Fleck. Das ist sehr gut. Ich will auf jeden Fall auf der rechten Seite sein. Oh, ups. Okay, der kommt einfach trotzdem rechts. How about fuck you? Vielleicht stehe ich hier auch safe, bitte. Ah, ich hab nie aufgepasst, aber ja, steht man auch safe. Ich hab nie auf die kleinen weißen Bushes aufgepasst. Das heißt, ich möchte einfach am Ende dieses Angriffs möglichst in der Mitte stehen, damit ich nicht von dem Jungen gefickt werde. Außer, er kann natürlich auch Mitte in der Mitte spawnen. Das wäre bitter, sagen wir es mal so. Ach ja, langweilig, komm her. Ich hab Mario-Gegner gesehen mittlerweile. Aber die Musik ist schön. Wenigstens was. Weiß nicht. Das soll ja in dem Spiel auch noch ein Boss-Rush kommen. Wobei ich gar nicht weiß, ob der jetzt sofort hier nachkommt. Oder ob der noch, weiß ich nicht, eine Stage Zeit hat. Weil ich glaube, wenn es ein Boss-Rush kommt, dann werde ich ziemlich schnell ausgelaugt sein. Das sehe ich halt schon kommen. So. Gut, dass das gar nicht knapp war. Da kommen wieder die weißen Puffles of Doom. Ich habe sogar eine relativ hohe Sprung. Ups. Oh, relativ hohe Sprungchance bei den Dingern. Okay. Ja, springen, hopp. Spring doch. Danke, kleine Nutten. Und damit verpisst ihr euch wieder. Ihr könnt echt gar nichts. So, dann gib mir hier mal das Geld. Geld, Geld, Geld. Ja, super. Wenn die Gelddinger nicht so langsam fliegen würden, wie meine Oma die Treppe runtergehen lassen.
hat man vielleicht eine Chance. Und jetzt muss ich jetzt mal die Gumbas wieder vorher platt machen. Boah. Gumbas, ihr langweilt mich. Ihr seid wirklich die langweiligsten Gegner in ganz Mushroom Kingdom. Oder wie ist da nochmal? Heißt das Mushroom Kingdom? Ich glaube, es heißt Mushroom Kingdom. Ich muss mal gerade das Auge jucken. Na, kann eigentlich auch mal Tastatur loslassen. Oh, geht schon weiter. Ja. Genau aus dem Grund ist übrigens dieser Bossfight auch so unheimlich langweilig. Und ich weiß ich nicht, bestimmt für eine Zeit lang 11k kann nicht über den Boss gehalten. Ja, komm. Jetzt kommt der Feuerball. Da ist super schwierig, da drüber zu springen. Oh, Halleluja. Das ist ja richtig krass. Das war auch wieder so schwierig, ja. Kommt wieder der Master der weißen Puschels an und mir erzählen, er hätte Puschels anzubieten. Irgendwie juckt mein Auge gerade unheimlich. Ich spiele mehr oder weniger mit einem Auge. Denn mit dem zweiten sieht man besser. Oder wie heißt das schon? Ja, dai, 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 dai. Dass er sagt dai, dai, dai und dann schmeißt er mir 6 Gummas an den Kopf, weißt du? Das ist Mario Stage 1-1. So ungefähr. Okay, und der schafft das. Das war peinlich. Das war wirklich peinlich. What the fuck? Oh Gott. Ja, ich werde das ändern müssen. Klissamino. Oh, es ist halt wirklich. Es ist halt wirklich. Wahrscheinlich ist selbst in Mario Stage 1-1 laufen so mehr als 6 Gummas rum. Was ist denn das? Ja, komm hier. Ah, die Musik kann was. Das ist das Einzige, was mich. Ja, ihr seid beste Freunde, ich weiß. Oh, jetzt müssen wir euch leider mal trennen, ja. Ich muss sagen, die Musik im ganzen Spiel kann was. Die ist ja. Das habe ich nicht aufgepasst. Ist ja im ganzen Spiel eigentlich customized. Und ich weiß nicht, ob ich eine Musik gefunden habe, eine Stage oder einen Boss gefunden habe. Wo mich die Musik wirklich genervt hat. Also das war ja insbesondere im Teil 1, ey. Ich kann also sagen, die komische Star Wars Mucke oder die Portals, die Portal 2 Mucke war viel schlimmer. Nevermind. Das ging einfach gar nicht klar. War wieder so schwierig, ich weiß nicht, diese ersten paar. Das Einzige, was mich hier töten kann, ist halt entweder unheimliches Pech, dass die, weiß ich nicht, im Time, warum laufen die alle nach links? Irgendwie alle weiß nicht, ganz blöd zusammentreffen oder Puschelmeister on the way oder einfach nur harte Unkonzentriertheit. Da hätte ich doch was von sagen. Ich dachte, ich komme da unten runter. Ja. Problem ist, ich werde diesen Bossfight nicht weitersehen, wenn ich nicht mal hier meine Konzentration anstrenge. Aber das Problem ist, dieser Bossfight fickt mich halt jetzt so gar nicht an, dass ich mal nicht wirklich auch mehr konzentrieren will. Ja, ihr seid beste Freunde, ihr kuschelt den ganzen Tag. Nur leider ist der Gummer ein bisschen zu schnell für dich. Ah, warum läuft er denn da hin? Dup, dup, dup. Ja, mal wieder so spannend. Oh. Dum, 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 dum. Ja. Keine Ahnung. Man kann unter den Dingern herlaufen, easy. Oh, was hat der Hammer denn da gerade gemacht? Und man kann easy über die Dinger drüber springen. Das ist halt irgendwie witzlos. Jetzt muss ich hier muss ich wirklich mal einen Zacken an Konzentration aufweisen, bitte. Das ist nicht so schwierig. Ich habe sogar ein Safe Spot dafür, ja? Dankeschön. Das war nicht schwierig, wirklich nicht. Ja, komm, gib mir das Geld. Du springst jetzt da drüber. Dann das Geld, dann geh ich da unten durch. Dann ist schon diese Licht gar kein Problem. Komischen Hüppe-Dinger. Oh, jetzt muss ich hier ein bisschen aufpassen, weil. Komm, gib mir die. Wie heißen sie? Ich weiß nicht, wie heißen die Dinger nochmal. Ach, fuck you! Fuck you, bitch! Wie heißen die Dinger nochmal in. Zelda, nicht Thaler. Thaler sind so ziemlich überall anders, aber nicht in Zelda. Keine Ahnung, Kristalle. Kristalle der Freude. Kristalle der Freude und der Lust.
Oh. Oh.